Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf Wartech. Ich bin Meini auf dem Tutkaltenstein. Hallo. Und wir sind hier zur ersten Folge von unserem super tollen Wartech Tier 2 Public Contest 2023. Ja, vielleicht zieht er sich auch noch bis ins nächste Jahr, wenn wir mega langsam sind. Bei unserem aktuellen Upload-Schedule ist das sogar sehr wahrscheinlich. Okay. Und das erste Wartech ist dieses Gerät hier. Das Tschüssli Müsli oder wie es heißt? Nein, wie heißt es wirklich? Krusti Musti. Krusti Musti, okay. Ja. Gebaut von wem? Malido, Doppelpunkt, Downstep, obere Oberlader. MG, Lups, Infra, Schilde. The Darkbeat, untere Oberlader, Innendesign. Yuya 03, Außendesign. Ja, sehr schön. Also es haben ein paar Leute mitgebaut, sieht mir nach einer recht bunten Kooperation aus. Ja, also, wann wurde das Wargear erbaut? Vom 2.5. bis zum 27.5. Wie gut, dass wir heute den 12.8. haben. Was wurde uns zu diesem Wargear geschrieben? MG und Schilde gehen automatisch an, man muss nichts in der Brücke machen. Wenn man sich anstrengt, kommt man damit gegen Malidos Privates an, ist aber noch nicht passiert, Zwinkersmiley. Also ihr seht, es hat einige Schilde, ganz nett. Nettes Design finde ich persönlich. Da kommen wir nachher drauf zurück. Erstmal suchen wir einen Eingang und der ist wahrscheinlich in der Mitte. Was steht denn hinten drauf? TDB8? Und darunter Malido? EDB und Malido könnte es sein. The Darkbeat und Malido! Ah, ja, okay. Ja, also wie ihr seht, wir sind seit WTZ-EWG nicht viel schlauer geworden. So, deswegen gehen wir auch mal direkt rein. Das Doofe ist, wir haben nur weniger Wargs zu Flame, weil die eigentlich alle ziemlich gut sind. Ja, MG hat auch einen Starter-Speed. Hier schön. Steht nochmal, Außendesign Yuya, Kerze. Ach, Paulus war dabei für Top Optics. Also wahrscheinlich für super tolle. Was habe ich nochmal damals bei PV8 geflamed? Die Lups. Die sind von Paulus. Die sind scheiße. Userfreundlich geprüft am 15.05. Also wahrscheinlich Darkbeat Kontrolle. Und das hier ist. Wer ist das? Dingenskirchen. Wie hieß er? Name. Okay, und hier die beiden Hauptdauer. Okay, schön. Dann eine Luftkanone. Okay, ja. Die kann probably lupfen. Sind aber nicht die aus der V8, okay. Nein. Ist keine Paulus-Kanone, zum Glück. Ja, also man sieht halt auch wieder zumindest etwas mitgedacht. Nee, alles gut. Waren die gerade. Ah ja, stimmt. Bin ich gerade doof? Ich bin gerade doof. Lass mich nochmal drüber gucken. Ja, aber an sich, man sieht es ganz gut zu beladen. Markiert, auch wenn man hier unten hin beladen kann, was gerade ein bisschen unpraktisch werden könnte. Und man kann halt hier vorne auf die Dings beladen, auf die Dinger, auf die, wie hießen sie? Druckplatten. Ja, auf die Druckplatten soll man ja. Ja, auf die Nicht-Druckplatten kann man beladen. Ja. Aber da ist kein Observer, das finde ich gut, dass da der Block weggespart ist. Obwohl, nee, da ist ein Piston, da ist Compri. Du bist ein Profi, Kaltenstein. Ja, okay. Also, es ist eine Compri, also. Aber man sieht es relativ offensichtlich. Ja, es meckern auf hohem Niveau, aber wir kennen die User. Ja. Also wir sagen sowas an, ist jetzt natürlich nicht, dass wir sagen, dafür ist die Kanone scheiße. Das ist halt einfach nicht der Fall. Gut, was ist das hier? Oha, ein Oberlader. Die kann man nach oben beladen. Also Oberlader, sollte ihr mittlerweile wieder kennen. Schwenkumpfstich, okay, alles klar. Mit Höhenmodi. Mit Delay und so. Worüber dürfen wir uns heute beschweren? Ja, das hier sollte recht intuitiv sein. Außer dass man vielleicht nochmal sagen sollte, dass das der Modushebel ist, weil hier sind die Dingshebel bei und dass das dann, ja. Also, wir meckern heute wirklich auf hohem Niveau. Moment, was ist dieser Hebel hier? Ja, also das hier unten ist die Schwenkmodi, wenn ich es richtig verstanden habe, und das hier ist der Höhenmodus. Ah, also so, der Höhenmodus, dessen Delay hier drüben ist. Oberlader so beladen. Ja, das macht Sinn, auch wenn ich glaube, dass die User ganz Nicht, dass ich glaube, dass die User mit diesem Schild was anfangen können, aber. Oder beziehungsweise. Ja, aber egal. Treib hier entfernen? What? Warum treib hier entfernen? Steht hier auch nirgendwo minus eine Treib, oder? Ah, nee, doch hier. Minus eine Treib bei Massivbruch unten. Ach da, ja. Okay, ja, okay. Dann sollte man. Ja, also. Ich glaube, es ist etwas verwirrend beschildert, was das hier angeht, aber sonst. Ich meine, gut, ne, es hat halt Autozündung, also, ja. Ja, alles gut, also. Es ist halt nur sowas. Public-Beschriftung ist immer so eine Frage für sich, aber das ist, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Aber gut. Das machen wir ja gerne. Dann ist hier eine Leiter, eine Treppe und das gleiche nochmal, okay. Ja, hier können wir uns noch mit Bildschreibweise von Steps auskotzen, aber brauchen wir nicht. Gut, das ist die Brücke, okay. MG hat Autostarter. Autostarter überspringen. Ah ja. Das macht Sinn. Brücke schließen. Brücke schließen. Schilde. Brücke zu. Ja, toll. Alarm rechts. Alarm rechts. Was?
Was? Okay, das ist ein Flip-Fehler. Scheinwerfer. Also gibt natürlich 30 Punkte Abzug dafür. Schilde gehen natürlich automatisch an. Och Jungs, kommt, den Observer hättet ihr verstecken können. Wirklich. Das hättet ihr anders verkannt. Ah, irgendwie sicherlich schon. Es ist gut, es ist eng, weil ein Gang drunter ist, aber geht bestimmt. Ja, aber klar. Trotzdem geht an. So, Scheinwerfer gehen an. Krass. Gehen sie auch wieder aus. Also ich denke mal, also da Darkbeat mitgebaut hat, gehe ich mal schwer von aus. Ja, sie gehen aus. Scheinwerfer gehen auch aus. Krass. So, sind es jetzt wirklich Scheinwerfer, weil sie sind ja hinter Tinted Glass. Eigentlich leuchten die dann ja gar nicht. Okay. Ja, darüber müssen wir auch nochmal philosophieren, Darkbeat. Okay, hier ist auch wirklich nur die Brücke und dann ist hier zweite Etage, ne? Jo. Okay, ist auch nicht zwischen, alles klar. Gut. Ja, also auch mal InDesign hier, will ich nochmal ein paar Worte drüber verlieren, ist etwas grau, aber ja. Auf jeden Fall die 1.18 Blöcke verwendet. Ja, genau. Auch für die Kerzen, nette Idee. Ja, die Kerzen mache ich jetzt gerne, nicht, ja. Ich kann jetzt gerade nichts zur Beleuchtung beurteilen, weil ich bin halt so ein Plepp, ich habe immer Fullbright drin, also ja. Die Kerzen gerade aus, nee, es ist aber auch schon hell, ich hatte gerade einfach aus und also man sieht hier alles. Ja, ich also. Auch, was ist hier Gloucester? Ja doch, hier sind Seelaternen, ja. Obere Oberlader ist das dann wohl, die benannte? Also, wir haben hier eine SLS. Ja. Wirklich eine SLS? SMS eher? Ja. Na, schießt du nach unten? Ich muss gerade erstmal mit den Läufen verstehen hier kurz. Bisschen. Sie schießt ein bisschen nach unten. Na, wobei, der Lauf klingt hier weg. Wir gucken gleich mal, was sie für einen unteren Modus hat. Also, ich würde jetzt eher als Mittelstich Deutsch einschätzen. Ich kann nicht mehr reden, aber ja. Ja, okay. Unten ganz nett gemacht. Ähnlich wie das andere, muss man daran. Die Höhenmodes macht Sinn. Mhm. Schwenkmodes macht Sinn. Muss man an dieses Fanscale ran. Wo ist, warte, ist hier irgendwo ein Brechmodus? Erzählt ihr uns hier irgendwo, wie sie brechend wird oder so, wenn man Fanscale öffnet? Weil das sieht mir aus, als würde es etwas tun. Ja, es tut auch etwas. Weil es ist in den Höhenmodes nicht drin. Das ist der Höhenmodus. Ja, jetzt bin ich. Ich bin doof, ja. Ah, ja, okay. Ja, gut, das. Leute. Aber dann ist das falsch beschriftet, weil hier gelb steht. Nein. Ach, das macht schon Sinn. Dann ist es der Schwenkmode. Der schwenkt so um, ja. Der Höhenmode ist der Hebel. Ja, okay. Das finde ich jetzt ein bisschen verwirrend, weil Schwenkmode ist Hebel und Fanscale und dann nochmal Hebel für Höhenmode. Okay. Ja, ist ein bisschen verwirrend gemacht, aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Aber wir meckern ja auf dem Niveau, dass ein Public-User es versteht. Und Public-User sind bekanntlich nicht immer die intelligentesten Wesen, die es gibt. Nein, wir sind ganz lieb. Public-User sind halt einfach nur neu. Ich hätte vielleicht den Red Terracotta auch durch Concrete ersetzt, weil hier ist es Concrete und dann irgendwie den vielleicht das Terracotta macht. Aber immer abgesehen davon, wenn man hier vorne dran steht, dann kann man das Fanscale leicht übersehen. Ja. Also, ich würde gucken. Muss hier eigentlich ein... Naja, hier muss ein Step sein, beziehungsweise darf kein Hebel sein, weil daneben ein Noteblock ist. Ja, okay. Also, andere Seite gehe ich mal vom gleichen aus, weil Publics sind immer noch symmetrisch meistens. Ja. Dann haben wir hier eine Leiter und hier noch eine Leiter, weil zwei Leitern sind besser als eine. Ah, dann noch besser werden Treppen, wie wir aus der Wargame-Schule wissen. Ja, was? Achso, zweite Etage. Ah, da geht's zur zweiten Etage. Okay, das heißt das. Ja, hier ist Powder Snow drunter im Fallschacht. Also, Leute, das müsst ihr. Also, soweit ich finde, übernimmt das. Das ist geil. Ja. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, vorbeizufallen. Man braucht nicht mehr extra Platz für Leiter und muss irgendwo ransprinten. Nee, das hier funktioniert. Powder Snow, Teppich drauf. Ja. Den Carpet weiß machen, dass man weiß, dass da was ist und nicht denkt, oh mein Gott, was ist das? Ja, wenn nicht. Ja. Ja, wenn nicht, ist man schon unterwegs, aber. Ja. Leute, das ist praktisch, könnt ihr einbauen. So, was ist das hier? Eine Schwenk. Tiefenstich, oder? Nee. Was bist du? Längendelay. Ach, dann ist es eine Downstep, oder? Ja, wollte gerade sagen, Kaltstein. Ich hab gerade einen Lauf. Ach, ja, also, das ist dann die besagte Downstep, gehe ich mal von aus. Also, ja, okay, glaub nicht, dass eine nicht besagte Downstep drin ist. Ja. Verschiedene Längenmodi. Schwenk nach innen. Ein Schwenkmodus. Schön. Ja. Bitte in der Kammerdecke. Feuerknopf im Public sollte man echt beschriften, weil das hier weiß nicht jeder User, dass man hier ein Signal rauskriegt. Das weiß einfach nicht jeder. Ich würde aber auch davon ausgehen, da hier der Block fehlt, dass, also da drüben zumindest hier nicht, dass da mal ein Schild stand, aber es verschwunden ist auf magische PP-User weisen. Okay, und dann geht's hier aufs Dach. Okay. Schön. Und hier geht's dann aufs Dach und da kann man rausgucken. Ja, yeah, und wir sehen die Schilde. Sind wir auch noch gar nicht auf eingegangen. Hier rumlaufen. Hier ist das Dings und hier ist ein Bowstand. Yay, man kann hier bowfighten. Man kann hier auch reinfallen. Hat auch diese schönen Cordons mit Traptors. Yay.
Andererseits kann man hier auch beim Baufighten lang gehen und beim Baufighten runterfallen. So gehört sich das. Ah, gut. Passt schon. Alles gut, das ist nur. Aber doppeltes Adelsschild und das ist ein Lauf, okay. Ja. Und Sidestep-Schilde. Ja. Gut. Da muss man sagen, haben hier die Dings auch noch ein bisschen Komfortbonus, die Kessel. Sidestep-Schilde. Was noch besser wäre, ist, wenn hier die Slap weg wäre, weil dann läuft man nicht automatisch drüber, weil wenn man schnell ist, kann man hier, also wenn man schnell ist, wenn man normal läuft, kann man hier auch trotzdem einfach rüberlaufen. Und wenn hier keine Slap wäre, dann wird man halt immer reinfallen. So. Also, wenn man richtig episch wäre, dann, wenn man hier noch was ausfährt, weil dann man kann das Ding nicht mehr verfehlen. Ja, also, das könnt ihr euch merken für Privates etc. Also, wer es nicht weiß, lohnt sich. So. Sehr schön. Also, Kessel ist aber natürlich schön, dass man sowas sieht, weil da denkt man gerne mal nicht dran. Ja, also, halt damit haben wir eigentlich, glaube ich, schon alles gezeigt, ne? Ja, ich glaube auch. Dann würde ich sagen, Beschusstest. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da sind sie. Ah, Downstep, okay. Ein Downstep vorne für fahrgesetzte Kanonen. Immer gut. Und dann hinten. Vorgesetzte Artis sind natürlich immer noch der Klassiker oder vorgesetzte MGs teilweise oder generell vorne sitzende MGs. Es lohnt sich schon, da vorne erstmal hinzuschießen einmal. Und man darf anmerken, die schießen nach außen, ne? Die sitzen viel weiter innen, als die Läufe sind. Mhm. Okay, der letzte Schuss ist hängen geblieben. Das ist nicht gut. Ja gut, aber, ich will es jetzt auch genauso performen würde, man sieht, die kommen runter. Ja. Bis zum Boden, ja. Also kommt runter, killt, unten stehen jetzt bei der hier, wo anscheinend ein Schuss hängen geblieben ist. 1, 2, 3. 3 Blöcke brauchen wir jetzt nicht mehr groß diskutieren, da lebt nicht mehr viel. Gut. Nach hinten. Wie sieht's nach hinten aus, die Frage? So. 1, 2, 3, 4, 5. Und Wolle, ja. Okay. Killt auf jeden Fall auch. Kurze hinten liegende Kanonen. Also sehr wahrscheinlich. So braucht man sich da jetzt eigentlich nicht beschweren. Machen ordentlichen Schaden. So, da kommt der erste Schuss mit der LS. Oh, macht auch Tech-Kill. Warten ist. So, dann mache ich jetzt auch mal einen Autoloader rein. Weil wäre vielleicht ein bisschen praktischer, wenn wir alle Modi durchtesten wollen einmal. Also wir machen da jetzt natürlich nur bei einer und nicht beiden Kanonen. Jo, hat geschwungt. Dann schwunken wir jetzt mal in die andere Richtung. Ja, passt. Ja, funktioniert. Nein, der hat gefailt. Das ist nicht gut. Mhm. Der hat gestechert. Ja. Oh, der ging auch. Alles klar, dann noch die obere Ebene. Hier steht 8 und Wolle, oder 9 und Wolle, so. Ja. Ist auf jeden Fall oben. Oh. Alles klar. Also, was jetzt Mitte rechts ist, okay, interessant. Na, zählen wir mal hier aus. Also, wohlgemerkt, jetzt bei den sehr tiefen haben wir, also habe ich doppelt geschossen, weil ich heute irgendwie ziemlich an Demenz leide. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, also 9 und Wolle. Jetzt auch nicht unbedingt ideal. Also natürlich, man muss ja bedenken, wir haben ja auf Tier 2 eine Projektilbegrenzung. Also ist jetzt schon nicht schlecht. Muss man halt immer noch so sehen. Allerdings muss man halt auch damit rechnen, dass da heutzutage keine Garantie mehr besteht, dass dahinter Kanonen tot sind. Also, wenn er an sowas denkt, ist halt immer sicherer, wenn man gegen Private Fight, dass man da vielleicht nochmal einen zweiten hinterhersetzt. Weil 9, wenn man bedenkt, 6 lange Kanonen gibt es definitiv. Man kann nicht garantieren, dass es aber steht, wenn man bedenkt, diese Kanonen selbst sind 7 Blöcke lang. Also die werden wahrscheinlich, vielleicht würden 1, 2 Redstone fehlen, aber also wenn überhaupt. Aber an sich würde es der Kanone noch gut gehen. Wenn eine Kanone, die wie hier 6 lang ist und wirklich hinten stehen würde, also in der Designschicht, macht man beim Public natürlich nicht, dann wäre es natürlich schon ein bisschen schlecht, weil dann kommt Feuer aus der Richtung wahrscheinlich auch zurück. Gut, dann kannst du ja mal die hier beladen, die Mittelstich, die linke. Ja, also man kann hier natürlich eine gute Beladegeschwindigkeit erzielen, eine deutlich bessere als mit einfachen herkömmlichen Kanonen.
Also das war jetzt oben auch, oder, sorry, das war jetzt Mitte oder ja, unten? Das war jetzt Mitte. Ja, okay, dann also ist auch ein, die, etwa die gleiche. Ist ja ein Mittelstrich, ja. Ja. Also es ist, also es sollte auch definitiv für einen sehr ungeübten User gut möglich sein, eine Erkundung wie dieser halt eine deutliche Erhöhung der Geschwindigkeit beim Laden zu erreichen. Hm. Dementsprechend, das lohnt sich schon, auch wenn es natürlich größer ist. Aber das hat sich ja jetzt schon in etlichen FNs, Ligen etc. bewiesen, dass das einfach eine gute Idee ist. Und da es jetzt ja auch für Publics zur Verfügung steht, müsst ihr euch dann gewöhnen, dass Kanonen in Zukunft so aussehen. Also rein vom Geräusch her würde ich sagen, wäre es ein Schuss vertimed, aber gut. Siehst du dieses eine TNT, was dann immer noch so ein paar Ticks später explodiert? Irgendwas ist da. Hm. Ja, kann halt sein, dass es so ein... Wie nennen wir es jetzt mal vernünftig? Ja, keine Ahnung. Also, es kann halt sein, dass es so ein mehr oder weniger Nachzünder ist, der halt hinten nochmal gegenkleistert, weil der irgendwie noch einen Block tiefer kommt als ohne. Hm. Weil es einfach nicht mehr useful auf eine Zündphase geht, wäre da natürlich ein bisschen unsauber eingestellt, aber... Oh, ich hatte beide Schwenken. Wo ist der jetzt hingegangen? Der ist Mitte, ne? War jetzt Mitte, ja. Also ja, wer die Kanone eingestellt hat, der kann gerne mal in die Kommentare schreiben, was das soll. Das war, ja... Genau. Ich doof? Ja, ich bin doof. Ich hätte noch... Unten ich hätte, ja, ich habe nämlich vergessen, Tick auf den Repeater draufzustellen. Und rechts. So. Und oben links. Ja, jetzt fehlt immer noch unten rechts, aber gut. Ich meine, man kann es ja eigentlich sich denken, ne? Und ja, Mimimi, wenn du unbedingt unten rechts willst. So, einmal runter Schatz, und ja. Wo ist rechts? Da. Ja, okay. Ja, alles jetzt, klar. Also. Ist Tech-K.O., würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wolle, deswegen sagt man nicht, deswegen kommt man nicht auf Kalten stellen, wenn er sagt Tech-K.O. Ja, denkt dran, da geht noch ein Reihe Kanone im Private würde natürlich noch stehen, aber. Ah, ja, ja. Man muss auch bedenken, von oben kleistern die zwei MGs durch. Also macht schon ordentlichen Schaden, so ist nicht. Ja, also wie gesagt, denkt dran, Projektilbegrenzung. Offensichtlich kann man nicht so einen idealen Stich erzielen, wie man ihn gerne hätte, dass er wirklich zu 100% Kill ist. Aber deswegen ist es auch Tier 2 und nicht Tier 3. Genau, so, das ist jetzt mal eine Downstep. Eine Monokammer. Und, stechert sich runter. Das ist eine stechende nach dem sehr simplen Prinzip. Ja. Dein Schiebeprinzip, glaube ich, oder? Ja. Ah, nee, warte. Zwei. Ich muss mir jetzt mal kurz angucken, wie ich schieße. Ich habe jetzt keinen Bock. Okay. Also ich denke mal, hinten ist der Knopf, aber es ist vorne. Aber das ist egal eigentlich. Ja, nee, ohne. Ja, hä, was sollte das denn jetzt? Ja, Kaltensteinschilder lesen muss man schon können. Ich hab einen Tick hochgestellt. Oder muss ich sonst noch was machen? Wo hast du einen Tick hochgestellt? Ja, in der Kammer. Hier, der in hier. Der Kammer hast du einen Tick draufgestellt. Okay. Pfeil drauf zeigt. Und das ist, der ist aber nicht reingegangen, der Schuss. Sicher, dass du einen Tick hochgestellt hast? Ja, der war auf einen Tick vorher. Weird. Ja. Komisch. Also, wir haben jetzt auch dieses Mal keine Ausreden. Wir testen auf PP. Für allen Leuten, denen es irgendwie noch nicht aufgefallen sein sollte. Letztes Mal konnte man ja immer so sagen, ja okay, unser Team-Server ist einfach weird, aber unser weirder Team-Server hat dieses Mal immer nichts dabei selbst beizutragen. Ja, also beschlüsselter Feuerknopf wäre immer noch eine gute Variante. So, das sah schon besser aus. Ja, das sah schon besser aus. Der andere ist hier so am Rand hängen geblieben. Interessant. Schwenken wir nochmal. Schwenken nach innen. Schwung. Ja. Vorne. Ja, Schwung und vorne hat auch geklappt, sehr schön. Ja, also man hat da natürlich, wenn man sich den Winkel ungefähr anguckt, kommt man mit dem Schwenk sehr weit rüber, wahrscheinlich so hierhin. Mhm. Also wirklich knapp neben dem anderen Schaden. Ist natürlich gut, wenn auf der Seite was fehlt, ist natürlich schlecht, wenn man was dazwischen treffen will. Ja, ja, gut. Also klar, es ist public, also alles gut. Mhm. Ja, gut, dann schießen wir mal Lux, Flexibilität, ne? Komplett reinflamen. Ja, und dann haben wir noch Lux. Weil da ja auch die MGs im Treffen, ne, muss auch. Stimmt, treffen die MGs und die Dings in das gleiche Loch, also klar, man ja, braucht auch Ersatz. Die MGs treffen weiter in. Ja gut. Aber denkt dran, man kann nicht immer darauf vertrauen, dass die MGs durchschießen. Ja. Okay, schöne Static-Zündung, ne, muss man dann halt nicht verschießen. Ja, funktioniert. Ja, alles klar. Gut, ja, das also waren die Kanonen und dann... Der ausgeglichene Schadensbild, nett. Mhm. Ich glaube, wir sehen uns bei der Bewertung. So, da sind wir wieder. Dieses Mal time ich nicht aus und Kaltenstein... Guckt in irgendeine Richtung und wir haben jetzt eine Bewertung. Yay, hooray. Ja, also wir kommen wir direkt zum Punkt. Ästhetik.
Also oben haben wir nochmal ausgeschrieben. Ja. Oben haben wir nochmal aufgeschrieben, welche Punkte es gab, also wie wir es aufgeteilt haben. Bei Ästhetik haben wir uns etwas fester gelegt als bei den anderen, dass wir da genau aufgeteilt haben. Ja, also, fangen wir mal an. Brücke, 6 Punkte. Warum? Ja, es ist eine schöne Brücke, aber es ist halt das Minimum für eine Brücke. Es hat regelkonform Alarme. Ja, es hat schöne Sensoren. Also es hat ja an sich richtige Sensoren, aber es sind immer noch irgendwo so, ja komm, muss rein. Sieht mir ehrlich gesagt nach aus. Hier unten in der Ecke so. Mhm. Und ja, man hätte ja so ein kleines Feature zum Beispiel einbauen können. Oder irgendwas. Es ist halt das drin, was rein muss. Bisschen dull hier vorne gerade geworden, finde ich. Das ist so ein Übergang von Grau in Grau in Grau in Grau. Das ist im InDesign übrigens besser gelöst, finde ich. Hier ist eine dunkelgraue Decke, normal graue Wände und diese weißen Akzent und dann Wollteppich. Hier ist der gleiche Boden wie an der Wand und an der Decke teilweise. Das ist halt. Ja, und vor allem hier vorne hat man halt nicht mal mehr die graue die hellgraue Untertrennung. Also genau. Ja, und natürlich den Kollegen hier, der hat mich ein bisschen getriggert. Ja, also deshalb Teppich vielleicht. Ja. Ne? Und dann vielleicht das eine Schild wegsparen und dafür dann hier Teppich verlegen, den sieht man hier vielleicht auch nicht. Ja. Ne? Nicht schlecht, aber es geht besser. Und wir mussten auch aufpassen, nicht, dass dann noch irgendwie so ein, das eine Public mit dieser gigantösen Brücke kommt, weil das wäre halt, eine andere Liga und da kann man halt nicht sagen, ja, das ist irgendwie einen halben Punkt mehr wert. Genau. Also wohlgemerkt, wir haben uns vorher nicht alle Wargs angeguckt, also genau genommen gehen wir immer beim ersten Mal nur durch, damit wir da keine Vorbelastung haben. Und dementsprechend ist das jetzt unsere Wertung. Macht Sinn. InDesign, haben wir ja gerade schon gesagt, sind wir deutlich zufrieden damit. 8 Punkte. Wurde auch darauf geachtet, dass man Endstone an den meisten Stellen nicht sieht, außer, was leider vollkommen unnötig passiert ist, ist das hier. Na, nicht vollkommen unnötig, das muss sogar Schwachsinn, das muss sogar, damit die Chorus-Pflanze nicht zerploppt. Ah, deshalb, okay. Das muss schon, da habe ich nichts zu gesagt, hab da nicht gehört, aber an sich Endstone ist gut versteckt. Ja, bei den Treppen rennt man nicht irgendwo gegen, Fallschächte sind ordentlich. Das ist ja erstmal ein InDesign. Kerzen ist eine nette Idee. Also, ja. Kerzen, es ist auch gut hell hier drin. Ne? Mhm. Ist hell, InDesign, muss man logisch sagen. 8 von 10. Ja, hier sieht man ein bisschen Technik, ne, von den Schilden, aber ja, gut. Lecker noch hohem Niveau. Ne? Kann man mit zufrieden sein. Gut. Also 8 von 10, heißt generell. Von den 20 Außendesign haben wir 15 gegeben. Ist, denke ich, mal ein Highlight von dem ganzen Ding. Ja, also die Schilde, finde ich, sind sehr gut. Ein Design, das ist mir gut aufgefallen. Ich mag die Schrift hinten. Meine sagt, es sieht ein bisschen kastig aus. Ja, okay. Aber es ist ein bisschen kastig, hab ich aber nicht böse angelastet, weil klar, man muss so bewerten, als würde noch was. Also, dass es definitiv was Besseres geht, weil es geht besseres Design, ist die Frage, wo man da wieder Abstriche für macht. Also, es ist definitiv für ein funktionales Public ein sehr schönes Design. Dem lege ich halt auch gar nicht so stark zu lassen, dass es irgendwie kastig ist. Schöner Übergang von der Seite nach vorne, finde ich. Schilde wirken so, als wären es eine Fortsetzung vom Design. Sieht nett aus. Gut eingearbeitet. Scheinwerfer muss man jetzt kein Fan von sein, da unten in der Ecke. Also nicht Ecke, aber halt unten, ne? Ja. Am Boden direkt. Naja, gut, das hat das reingepasst haben. Ja. Und dann, das Seitendesign mag ich insbesondere. Dieses Lianenartige, was da runterkommt, finde ich, ist ein schönes Konzept. Ist auch konsequent durchgezogen durch das Teil. Ja. Ne? Und Leute, hier seht ihr nochmal, Ecken abrunden wirkt Wunder. Ja. Gut. Bitte, euer Wargy hat 6 Seiten. 5 davon müsst ihr designen. Die Seite ist nicht so, als würden sich die 5 Leute nicht kennen. Genau. Gut, dann 40 Kampfkraft, also ne, Flexibilität, Aufstellung und Beladbarkeit. Das sind Public, also erwartet man, dass das Kanonending jetzt ungefähr gleich gut ist hier. Da werden wir später noch was zu sagen. Ne, also 32 haben wir gegeben. Ja, also die Aufstellung ist insofern gut, dass man den Gegner gut abdecken kann. Wir haben es ja gesehen, jeweils eine dieser schwenkenden Stichkanonen und Lupfen und was auch immer, also eine Stichkanone pro Seite, killt die komplette gegnerische Seite oder Hälfte. Was uns nicht gefallen hat an der Aufstellung ist die Anzahl der Triple Kills. Wenn man guckt, wenn man von oben im Downstep runterschießt, killt man hier die Downstep, diese Oberlader und diese Oberlader mit einem Downstep, beziehungsweise 2 Schüssen mit dieser, auch mit diesem Borge hier, wenn man One-Weber machen würde. Ja. Und auch frontal. Und ungefähr dieses Feld hier vorne, wenn hier ungefähr, ich habe es jetzt nur grob markiert, ist jetzt natürlich nicht perfekt, wenn irgendwo da ein Stich reingeht, verliert man die Lupf und beide Hauptwaffen auf dieser Seite. Und damit ist das Borge halt prinzipiell useless, weil mit den Downsteps
du hast Chancen, den Gegner wegzuholen, aber wirst den Gegner nicht mehr Tech kriegen und das ist halt prinzipiell nicht das, worauf man bauen möchte. Klar, es ist ein Public, aber es ist auch eine nette Idee, dass die MGs innen sitzen und nach außen schießen, aber man merkt halt, dass dementsprechend innen nicht sitzt, was innen trifft. Und dementsprechend hat man halt, also, man kennt es, dass Walking gerne mal querschnittsgelähmt wird, sobald man an eine Stelle schießt und das ist halt hier definitiv so, dass die Mitte nicht verteidigen kann wirklich, oder auch wenn die MGs hochfliegen, klar kann man nicht vermeiden, aber dass dann schon mal die Aufstellung so weit minimiert ist, dass Walking wirklich gefährdet ist. Ja, das ist echt das Ding, kann man wirklich nicht vermeiden, aber mit den MGs, aber ist halt die Sache, wenn die MGs auch allein nicht durchschießen würden, hat man halt schon Schwierigkeiten. Wie gesagt, ist immer noch ein Public, deswegen definitiv haben wir nie, weil das nicht unser Hauptpunkt zu meckern, es war unser Hauptpunkt zu meckern, aber ist das nicht so, dass wir sagen, dafür ist das jetzt absolut nichts wert. Das ist definitiv immer noch trotzdem gutes Wargear, es ist halt nur ein Punkt, den man kritisieren kann und den wir kritisieren tun, weil wir gerne ausgeglichen sein möchten und nicht nur Gutes erzählen. Ladbarkeit, Oberlader, super, ja. Punkt. Wunderbar, ne? Auch Autozündung und so weiter. Klar, muss sich daran gewöhnen, aber es ist sogar für die neuen User beschriftet. Wenn sie das erstmal verstanden haben, dann verstehen sie es auch weiterhin und bei anderen Wargames und so weiter. Ja, super. Kann man nicht so sagen. Ja. Mhm. Dann die Lufs am Gegenpunkt. Genau. Nee. Wenn man wirklich hier gerade probiert, mit den zwei Lufs den kompletten Gegner durchzuschwitzen, weil einem vielleicht gerade hier gewisse Kanonen fehlen, die man eigentlich auf der Seite hätte haben sollen, dann kann es ganz schnell passieren, dass man entweder hier unter den Pisten platziert und das nicht merkt, oder vorne auf den Pisten rauf, das merkt man wahrscheinlich schon, aber, oder es ist ein User, der einfach keine Ahnung hat, und dann fetzt man sich die Kanone, das ist nicht so geil. Also, wir haben es immer noch mehr als überwiegend positiv bewertet, aber dafür gab es halt natürlich Züge, über die Dings kann man nicht meckern, über die, Downsteps, also klar, man könnte vorne ein Fansgate öffnen oder man könnte Repeater verstellen, aber ganz ehrlich, ein bisschen erwarten muss man schon auch vom User, dass er zumindest merkt, okay, ich soll vielleicht reinbeladen, aber ich muss nicht unbedingt alles umbauen. Aber ja, dementsprechend sind wir da rausgekommen bei 32 Punkten insgesamt, dafür halt viel Abzug bei, also ist viel Abzug, einiges Abzug, Aufstellung, Flexibilität natürlich auch nicht, volle Punktzahl, Beladbarkeit, da gab es auch ein paar Abzüge. Ja. Dementsprechend kampfkrafttechnisch für Public durchaus gut. Haben wir also abgezogen, die MGs haben wir hier nicht berücksichtigt, weil wir für MGs extra Punkte haben, wohlgemerkt. Ja, und da kommen wir auch zu Bonuspunkte mehr oder weniger. Genau. Ja, plus minus 5 Schilde. 4. Ja. Das ist, denke ich, spricht für dich selber, keine Schilde nach vorne, weil Public, ne, aber sonst überall Schilde. Sehr schön. Ja. Auch gut eingesignt, haben wir schon zugesagt. Ja. Bowstance, alles da. Ja, doppeltes Arti-Schild wohlgemerkt. Also, fängt auch. Arti-MGs haben nicht immer einen doppelten Arti-Schild. Muss man mit rechnen. Dementsprechend hier gut gemacht. 4 Punkte, natürlich, man könnte massiv vorkleistern oder so, aber damit rechnen wir nicht. 4 von 5 passt. MGs, wir haben 10 Punkte gegeben. Sind nicht die allerstärksten MGs, aber es ist ein Public. Mhm. Sind nett. Also lässt sich eigentlich sagen, recht zufrieden damit. Natürlich, nehmen sehr viel zentralen Raum weg, aber was erwartet man? Ja, das funktioniert. Schon, ja. 10 Punkte. Ja, alles klar. Und kein Abzug für zu stark, weil das ist ziemlich genau dieses Niveau, was wir gerne hatten. Und Bilde gut, steht auch nochmal her. Ja, Umsetzung. 18 von 20. Was soll man dazu groß sagen? Logische Infra, Kanonen vernünftig, Fallschächte, TNT-Kisten, funktioniert alles. Eigentlich Sternchen, das sehen wir gleich. Rennt nirgendwo gegen, ja. Wo wir gesagt haben, Beschilderung ist so eine Sache. Die Modi hier bei den Luftstichs hier ist rechts gelb, links grün. Und hier ist auch rechts gelb, links grün an sich gut. Die Hebel sind halt vertauscht. Das heißt, man hat dann halt die Farben gewechselt, damit es wieder passt. Ist halt die Frage, was man eher macht. Ne? Farbe oder Muscle Memory, sag ich mal, ne? Hinten und vorne. Ja, es ist jetzt nicht gerade falsch, dass das so ist. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, es ist unintuitiv, weil normalerweise ist es andersrum und oben ist es auch genau andersrum, dass nicht die Farben getauscht wurden, sondern die Schilder. Es ist einfach verwirrend im War hier selbst, wenn man dann diese Contradiction hat, also ja, unüblich, aber ist jetzt nicht so, wie man wirklich abziehen muss, das war jetzt eigentlich nur so ein Punkt. Und ich würde mal direkt drüber springen, Technik plus minus 10,
Also 10, wenn überhaupt nichts funktioniert. Aber wir haben auch nicht viel, was nicht funktionieren könnte. Und die Autostarter funktionieren. 2 Punkte haben wir dafür gegeben. Jeweils einen, ne, pro Schilde, ja. Und dann entgehst du. Unnötige auch. Technik nicht wirklich drin. Klar, okay, muss nicht. Ist jedem überlassen. Passt. Minus 20 für Bugs und Fehler. Maximum. Wir haben gegeben minus 8. Weil das ist Meckern auf hohem Niveau. Hier waren wir hart. Flipfehler in Brücke. Schild hätte man einfach neu schreiben können. Ist LS. Mitte außen. Failed. Nicht gut. Es wurde auf dem PP-Testblock getestet. Und da ist wahrscheinlich irgendwo eine Lücke rein. Auf dem Massiv-Testblock fails. Haben wir gerade auch da drüben nochmal extra ausprobiert. Man sieht den Schaden so. Immer auf massiven Block testen, Leute. Wichtig. Ja. MG-Schuss bleibt hängen. Nicht schön. Ja, kann ich auch nochmal zeigen. Ja, Flipfehler im Mode-Richtung ist falsch. Das kann ich nicht, weil das ist ein neuer Testblock, aber egal. Ja. Okay. Das ist ein bisschen verwirrend, aber da haben wir auch gemerkt, dass wir einfach besser lesen sollen. Also Flipfehler in Mode-Richtung könnt ihr euch rausdenken. Das ist schon alles korrekt. So, und Abfeuerknopf unbeschriftet. Unbeschriftet, ja. Wo ich vorhin schon angemerkt habe, wenn man in der Decke einen Node-Block hat, bei so einer Kanone. Ja, auf der anderen Seite ist da keine Slap, hier ist dann eine Slap, ist ein bisschen weird. Neuer User weiß nicht unbedingt von dieser Mechanik, der weiß nicht unbedingt, dass er draufklicken soll, der könnte halt einfach verwirrt sein. Also zumindest hier irgendwie. Ja, oder vielleicht nicht so, dann klick mal drauf, sondern mach es hier hin. Weißt du? Ja, irgendwie so, da könnte man ja auch symmetrisch. Also Slap würde ich weglassen, keine Frage, einfach hier irgendwas Kanone abfeuern hin. Ja, vielleicht also, einen Color-Code hinmachen, weißt du, obwohl der hier ist ein Observer. Naja, gut. Irgendwas geht da schon. Mhm. Also einfach bitte irgendwas aufschreiben, weil Noteblocks sind nicht, also Knopf, jeder User weiß, wie ein Knopf funktioniert, aber nicht jeder User weiß, dass ein Noteknopf ist. Ja. Also, das heißt dann für uns auf Deutsch, von den 100 standardmäßig kriegbaren Punkten, also wir haben es ja geschrieben, man kann mehr kriegen, weil halt einfach über die Bonuspunkte geht man drüber hinaus. Ja, also, was haben wir dann? Von 100? 87. Zufriedenstellendes Wall. Definitiv zufriedenstellend. Starke Vorlage. Und wenn man jetzt, ne, man muss mal bedenken, wenn man jetzt die Bugs fixt, ne, also die minus 8 quasi los wird, und das ist echt nicht unmöglich, dann bist du dabei 95 und das ist wirklich, boah. Es ist ein gutes Wall, ja. Starke Vorlage. Also, ja, definitiv. Die Bugs haben es ein bisschen runtergezogen, aber wenn wir beim Public nicht Bugs schlecht bewerten, dann. So, wir wollen das Video jetzt nicht zu sehr in die Länge ziehen, deshalb, ich hoffe, es hat euch das Video gefallen, ne? Auch nochmal zu den Einsendungen, theoretisch sind die noch offen, ich glaube nicht, dass wir noch Einsendungen bekommen, aber... Ja. Also wenn ihr wollt, wir lassen das jetzt offen, bis die Serie fertig ist, könnt ihr auch machen. Noch. Also bei unserem Upload-Rhythmus kann das wirklich dauern, wenn ihr Lust habt, noch eins zu bauen, lohnt sich noch anzufangen, aber rechnet jetzt nicht damit, dass ihr 4 Monate Bauzeit habt. Ja, also ihr könnt auch gerne eure Meinung zu morgen in die Kommentare schreiben oder so. Das war es soweit von uns, ich hoffe, es hat euch gefallen, bis zum nächsten Video, tschö. Cheerio.